Ja, hallo, da ist Besky von Free Camp Life. Ich stehe jetzt im Hafen von Ancona. Wir wollen nach Griechenland und müssen jetzt dort hinten einchecken gehen. Die Fahrt bis jetzt war sehr gut, angenehm. Wir standen 2 Tage auf einem Campingplatz. Ja gut, ich schicke euch jetzt zurück in die Vergangenheit und stell euch den Campingplatz vor, also nahe Rimini. Viel Spaß! So, hallo in der Vergangenheit. Nein, dieses Video ist von gestern auf dem Campingplatz, wo wir 2 Nächte waren. Camping Romagna heißt das da, in Riazino. Das ist ein bisschen weiter unten, ein paar Kilometer weiter als Rimini. Wir haben da einen schönen Pool. Sieht sehr gepflegt aus, ich glaube auch vor kurzem erbaut, sieht gut aus und wir stehen hier und der Campingplatz ist fast leer, also nicht so viele Leute hier momentan. WC-Häuser gibt es hier hinten, in allen Farben fast. Sieht witzig aus. Ja, und hier haben wir 2 Nächte verbracht und bis wir an den Fährhafen gegangen sind. Ja, da gibt es noch solche Zelthäuser zum Mieten. Die sind relativ begehrt, sind glaube ich alle ausgebucht. Hier hinten fährt der Zug noch irgendwo lang. Es ist ein bisschen schade, der Camping ist zwischen den Zuggleisen und der Straße vorne, wo auch relativ laut ist. Und ja, das ist das einzige Manko hier, wo ich jetzt sagen würde. Hier vorne geht es zum Strand. Also das Meer ist etwa, ich sage jetzt 200 Meter weg. Aber ansonsten auch Bungalows gibt es auch. Ja, und die WC-Häuser sehen auch gut aus, die sind auch relativ neu, so wie es ausschaut. Und alles sehr sauber. Ja, und hier ist die Straße vor dem Campingplatz. Und hier ist der Camping. Und das Meer ist hier hinten. Ja, das Wasser ist warm, kann man gut baden und es ist sicher, sage ich, 28 Grad. Und jetzt sind wir bei der Beach Bar.
Ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt einen riesen Sprung gemacht, nähe von Patras auf einem Campingplatz. So sieht's hier aus. Auch hier fast keine Leute da. Hier geht's nach vorne zum Eingang. Ja, und so sieht das aus hier. Und hier runter geht's zum Meer. Runterläuft. Glasklares Wasser. Hallo, das ist so ein Kanal für die Schiffe. Korinth-Kanal heißt das hier. Jetzt dürfen keine Schiffe mehr fahren, weil irgendwie die Wände sind so instabil geworden und die müssen das zuerst alles wieder instand setzen. Ja, und jetzt stehen wir hier, schön am Strand, ganz alleine. Ja, und hier bin ich gestern mit dem Allrad reingefahren und steckte gleich fest. Gott sei Dank hatte ich die Untersetzung. Das ging dann wieder gut raus. Aber ohne hätte ich die Schaufel gebraucht. Ja, und dieses Steilstück hinter mir sind wir gestern runtergekommen. Runter ging's, aber die Frage ist, ob wir wieder gut hochkommen. Für mein Auto nicht das Problem, aber für den anderen, für den VW-Bus, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil es ist eigentlich steiler, als es aussieht. Ja, und von oben sieht das so aus. Also es ist recht steil. Er hat zwar schon Allrad, der VW-Bus, aber mal schauen, er muss sicher mit ein bisschen Schwung raufkommen. Jetzt ist der Fall auch klar, warum wir als Einzige dort unten stehen, weil erstens die Anfahrt ist wirklich
tricky für ein normales Auto. Und unten hat so viele lose Steine und der Untergrund ist nicht so fest, dass man leicht einsinkt. Und mit Allrad oder auch Untersetzung ist hier Festfahren vorprogrammiert. Und darum stehen wir schön alleine hier. Auf der einen Seite ist so ein bisschen durchzogenes Wetter. Und auf der anderen Seite wird es schön. Blauer Himmel. Aber warm. Sicher 25 Grad schon. Ja, ich sehe jetzt hier am Ende der Bucht. Wir stehen dort hinten. Und ich wollte einfach die Drohne in die Luft steigen lassen, aber es windet noch ein bisschen zu stark. Aber ich hoffe, in ein paar Minuten können wir das machen.